Mahlzeit und damit herzlich willkommen zur ersten Folge Trainsim World hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns das Spiel mal gemeinsam an. Ich habe da richtig Bock drauf. Habe da auch schon ein paar Videos auf YouTube gesehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Also, was habe ich hier? Trainsim World. Ich habe nur Trainsim World 3. Ich habe keinerlei Vorgängerversion gekauft. Was natürlich dazu führt, dass mir ein paar Züge fehlen. Ich habe nicht allzu viel zur Auswahl. Wir gucken mal ganz kurz im Store rein, dann kann ich euch das zeigen. Also ich habe hier die Schnellfahrstrecke Kassel Richtung Würzburg, deutsche Strecke mit dem ICE. Dann habe ich hier die, ich glaube, die amerikanische Version. Ich kann es nicht aussprechen, deswegen lasse ich das lieber bleiben. Und das müsste englische Version mit englischen Zügen sein. Welche Züge da genau drin sind in den Paketen, weiß ich jetzt so nicht. Das kann man auch hier gar nicht sehen. Ich weiß bloß, dass da ein Schnellfahrstreckezug dabei ist. Und ich glaube, noch die ein oder andere S-Bahn von den Engländern. Bei den amerikanischen Loks weiß ich nur von dieser Güterlok da. Ich weiß jetzt nicht, was da noch an Schnellfahrzeugen dabei ist quasi. Und beim Deutschen weiß ich auch nicht, was da noch dabei ist, außer dem ICE 1 und dem ICE 3. Mein Zugportfolio aktuell, wenn das sehen, auf die Schnelle, ja, ich glaube, ich kann es euch hier am besten zeigen. Also laut dem, was zur Verfügung steht, habe ich diese Züge, die hier aufgelistet sind. Ich kann allerdings nicht sagen, ob ich die alle auch wirklich fahren kann. Aktuell bin ich nur die BR 185, die BR 401, die BR 403 gefahren. Die 146 habe ich noch nirgendwo gesehen. Die Class 66 bin ich schon gefahren, alles im Livestream. Und in einem weiteren Video zeige ich euch dann auch noch die BR 142. Weil ich habe die noch nirgendwo anders gefunden, wo ich die fahren kann. Das war quasi nur rein zufällig. So, das ist mal die Ausgangssituation hier im Spiel. Ich würde sagen, wir schauen uns als allererstes mal hier die Grundlagen an. Ich hoffe mir natürlich von dem Ganzen, euch da natürlich schöne Videos zum zeigen oder schöne Strecken. Und auch selber was zu lernen, denn es gibt so viel mit SIFA, PZB, LZB. Ein großes Dank daran an Checo, der mir da auch ein bisschen was noch gegeben hat an Informationen mit Tasten, die man drücken kann. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, schauen uns mal hier das wirkliche Tutorial quasi vom Game an und beginnen hier mit Navigation und Interaktion und Bildschirmelemente. Und ja, starten wir mal rein und schauen uns das mal an. Kurzer Ladescreen. Willkommen bei Trainsim World, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahnsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Dies ist das Trainingszentrum. Hier können Sie lernen, wie man sich bewegt, wie man mit der Welt interagiert und natürlich auch, wie man Züge bedient. Schauen wir uns um. Finden und schauen Sie sich jede Markierung an. Als allererstes machen wir mal hier die ganz normale Standard, lernen erstmal kennen. Grafikeinstellungen sind alle auf Ultra. Das läuft auch relativ flüssig. Es ruckelt ab und zu mal ein bisschen, aber es liegt eher an meiner Grafikkarte, die ab und zu mal etwas überfordert ist, als statt am Spiel. Ich habe die Maus invertiert, weil mich das ein bisschen gestört hat, dass mich nach oben zieht, dass es dann das Bild nach unten geht. Bin halt da ein bisschen Ego-Shooter verdorben. Dass die Maus auch wirklich in die Richtung geht, in die ich sie auch ziehe und nicht umgekehrt. Deswegen wollen wir das so beibehalten. Wir wollen nicht, dass es wieder invertiert ist. Und ansonsten ist die Steuerung gleich. Ihr aktuelles Ziel wird Ihnen oben links angezeigt. Gehen Sie zur blauen Markierung, um das aktuelle Ziel abzuschließen. Ja, mit WASD ganz normal kann man sich in der Open World bewegen. Kann sich hier ein bisschen auch mit der Mausrad Sachen heranzoomen. Finde ich relativ cool. Ist auch relativ detailreich eigentlich, die Umgebung.
So, Trainingscenter. Schöne große Halle mit ein paar ja, Hallen, Wartungshallen hier. Und so sieht man jetzt hier nur diese eine. Ich glaube, hinter dem Gebäude links ist nochmal eine. Und dann schauen wir uns mal hier an. Hier gibt es solche Infotafeln mit dem Centerplan. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Dies ist eine von vielen Streckenaufgaben, die entdeckt werden können. Halten Sie die Augen offen für viele weitere Streckenaufgaben, die platziert, aufgesammelt oder repariert werden können. Ich habe jetzt davon noch nicht so viel Gehen Sie in das gefunden. Hauptgebäude, wo Sie die Einführung fortführen werden. Aber anscheinend gibt es davon noch mehr Karten. Ich habe hier so eine Karte auch schon mal irgendwo dort hinten auf dem, im Gleishof, also im Gleisbereich gesehen. Irgendwo, das müsste mir stehen jetzt hier am Eingang, irgendwo hier in dieser Abstellung müsste das gewesen sein. Aber anscheinend gibt es davon noch mehr. Müsste man quasi hier ein bisschen im Open World erkunden, um das Ganze zu finden. Ja, mal rein in dieses große Gebäude. Richtig schön detailreich hier alles ausgedekoriert. Wir haben auch hier so einen kleinen Empfangsbereich. Mit C kann man sich so leicht in die Hocke begeben. Hier müssen Überwachungskameras. Ich weiß nicht, ob der hier gerade was mit Blender programmiert oder was das hier für eine Anzeige sein soll. Aber schon cool. Auch hier diese kleinen Büro- oder Abstellräume sind auch alle nicht einfach nur leer. Richtig cool gemacht. So, jetzt möchte ich natürlich, dass wir uns erstmal hier in dieses Lounge begeben. Und hier können wir uns einfach mit E auf die Sofa setzen. Sie können Train Sim World jederzeit pausieren, um Ziele zu überprüfen und sich Informationen über alles, was gerade passiert, anzuschauen. Versuchen Sie es jetzt und kehren Sie dann zum Spiel zurück, nachdem Sie einen Blick darauf geworfen haben. Relativ cool hier einfach das Spiel zu pausieren und dann kann man sich hier anschauen, was man alles in der Vergangenheit gemacht hat und was der aktuelle Punkt ist, den man quasi bearbeitet oder abarbeitet. Ist natürlich jetzt hier für dieses Tutorial nicht wirklich interessant, aber wenn man dann draußen ist auf der Strecke, kann das einem dann doch schon ein bisschen helfen. Einfach wieder raus mit ESC und wieder aufstehen mit E und dann können wir hier weiterlaufen. Jetzt, da Sie die Grundlagen des Umherbewegens und des Interagierens mit der Umwelt erlernt haben, lassen Sie uns durch das Gebäude gehen und die Züge finden. Ja, wo verstecken die sich wohl? Die werden natürlich alle dort hinten sein. Ja, super geile Ansicht hier. Einfach diese wunderschönen Züge hier aufgereiht. Wir haben hier wieder was Englisches, Amerikanisches. Dann hier die BR 442. Wieder was Amerikanisches. Ich glaube, das ist auch eine englische Lok. Dann hier die BR 185. Wieder was Amerikanisches. Oder, nee, ist Englisch. Und hier die Class 66. Dies ist der zentrale Platz. Von Natürlich hier hier der aus können ICE Sie die 3. Hallen und den Rangierbahnhof des Trainingszentrums erforschen. Ja, schon cool. Auch die Grafik ist schon nicht schlecht. Ja, und hier mit der Taste 9 können wir hier raus und können uns jetzt mal anschauen. Unsere aktuelle Position und unser nächster Aufgabenbereich. Und das ist schon ein massiver, ja, Trainingsplatz, würde ich mal sagen. Hier mit viel Rangiermöglichkeiten. Wir haben auch ein paar Fahrzeuge hier abgestellt zum An- und Abkoppeln. Jetzt steht hier gerade nichts, aber das ist halt in diesem Simulationsteil jetzt nicht so irrelevant. Wir lernen ja erstmal, wie man mit der Welt interagiert. Ah, hier auch schön der ICE3 vor dem Tor geparkt. Und da hinten stehen auch nochmal ein paar Loks. Ich kann es leider nicht erkennen, was das für Baureihen sind. Ich glaube, dort kommt man auch nicht hin, weil es gibt hier so einen kleinen, ja, unsichtbaren Zaun, der das Spielfeld einengt. Die Reise zum Bedienen von Zügen startet hier im Trainingszentrum. Vergessen Sie nicht, dass Sie jederzeit vom Hauptmenü aus hierher kommen können, um Ihr Wissen aufzufrischen, wenn Sie unsicher sind. So, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz diesen unsichtbaren Rahmen. Der ist hier irgendwo hier vorne. Aber dann einfach nicht weiter. Ja, da kann man machen, was man will. Ja, ist halt auch ein bisschen, um einen einzuzäunen, dass man hier nicht frei herumlaufen kann. Es geht ja hier prinzipiell nicht um das Erkunden des Übungsplatzes, sondern wirklich nur für diese Trainingseinheit. So, ich glaube, danach ist es auch schon zu Ende, wenn wir das jetzt hier triggern.
Machen Sie mit anderen Trainingsmodulen hier im Trainingszentrum weiter und wenn Sie bereit sind, nehmen Sie weitere Herausforderungen in anderen Umgebungen an. Jo, und zu Ende. Wie gesagt, bloß ein kleines Kundungstutorial. Gehen wir weiter und schauen uns mal die Bildschirmelemente noch an. Auch hier kurze Ladezeit. Dieses Modul beschäftigt sich mit der Blickfeldanzeige oder auch HUD, welches angezeigt wird, wenn Sie einen Zug steuern. Klettern Sie die Leiter hinauf in die Lokomotive und setzen Sie sich auf den Sitz. Auch hier gibt es noch diesen bewegungseingeschränkten Zaun, diesen unsichtbaren. Ein bisschen blöd, aber man kann den ja easy umgehen. So, dann gehen wir mal hoch hier. Leiter mit E. Die Tür kann man komischerweise nicht zumachen hier in dem Bereich. Die auch nicht. Ja, dann setzen wir uns hier mal im Führerstand auf den linken Stuhl. Willkommen im wichtigsten Sitz des Zuges. Während Sie hier sitzen, haben Sie die vollständige Kontrolle. Aber bevor Sie den Zug in Bewegung setzen, schauen wir uns die Blickfeldanzeige an, die unten rechts aufgetaucht ist. Eine Blickfeldanzeige zeigt an, was der Zug macht. Der Hauptteil der Blickfeldanzeige ist die Geschwindigkeitsanzeige. Ein weißer Balken wird auftauchen und Ihnen die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen, und die rote Markierung zeigt Ihnen die maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit an. Ja, mit dem, um aus diesem Kamera- oder Ego-Perspektive rauszukommen, einfach auf der rechten Maustaste mal klicken, dann hat man die Maus befreit. Ich weiß zwar noch nicht, ob man dann Instrumente bedienen kann in dieser Zeit, aber man kann zumindest mal mit der Maus hier etwas Fokus auf die Instrumente setzen. Ja, interessant, wir haben hier wirklich viele Anzeigen, aber vieles davon, beziehungsweise eigentlich alles, finden wir auch in den Instrumententafeln im Führerstand, also Bremskraft, Geschwindigkeit, Position von Geschwindigkeitshebeln, Bremsen, Fahrtrichtungsanzeiger, ich glaube, der ist hier drüben, ja, Gas und das da unten ist, glaube ich, die Fahrtrichtung, aber weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Und auch hier kann man schön mit dem Mausrad rein und raus scrollen, um sich die Elemente ein bisschen näher anzuschauen, weil es ist wirklich detailreich. Es lassen sich natürlich nicht alle Knöpfe bedienen, aber die sich bedienen lassen, sind wirklich die wichtigen. Und man kann halt schön detailreich alles sich hier anschauen. Und meiste ist auch wirklich lesbar. Jetzt machen wir mal weiter, was er noch uns hier erzählt über das hat. Dies ist die Richtungsschalteranzeige. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral an. Ah ja, okay. Also hier ist diese Richtungsanzeige. Dies ist die Leistungsanzeige. Die Nummer zeigt Ihnen an, in welcher Position sich der Leistungsregler befindet. Ja, alles so essentielle Anzeigen für den Zugbetrieb. Dies sind die Bremsanzeigen. Diese unterscheiden sich je nach Zug und werden im Zug selbst oftmals mit Hilfe verschiedener Anzeigen dargestellt. Sie zeigen an, was sich im Bremssystem des Zuges abspielt. Die wichtigste Anzeige ist BC oder auch Bremszylinder. Wenn diese Anzeige 0 anzeigt, dann sind die Bremsen gelöst. Jeder andere Wert zeigt an, dass die Bremsen angelegt sind und sie nicht losfahren können. Mein bisher größter Feind, die Bremsen. Gerade hier die BC, die ich schon oft geschrottet habe im Stream und ich dann nicht mehr den Wert auf 0 gebracht habe. Aber vielleicht kann der ein oder andere da mir mit einem hilfreichen Kommentar dann in den Videos helfen, wie ich den Zug dann wieder ins Rollen kriege, wenn das mal passieren sollte. So, was haben wir noch? Jeder Zug kann kleinere Unterschiede in der Blickfeldanzeige haben, die einzigartig sind in der Art und Weise, wie sie funktionieren, aber meistens werden sie gleich aussehen.
Wenn Sie lernen, neue Züge zu steuern, studieren Sie die Blickfeldanzeige und lernen Sie, wie sie Ihnen beim Bedienen behilflich sein kann. Wenn Sie sich dies erneut anschauen möchten, können Sie dieses Trainingsmodul jederzeit wiederholen. So, scheint das Modul auch schon zu Ende zu sein, wo es jetzt hier speziell um die Steuerung und um die Bildelemente geht. Ja, da würde ich sagen, nochmal raus hier aus dem Menü. Das waren jetzt die Grundlagen 1 und 2. Ja, für das heutige Video war es das erst einmal. Das sind jetzt auch wieder 15 Minuten. Das ist auch schon wieder eigentlich zu lang geworden für das, was ich hier geplant habe an Videolänge. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mir natürlich wünschen, dass du ein Abo, Kommi oder konstruktive Kritik da lässt, damit ich in dem nächsten Video das darauf eingehen kann. Und damit wünsche ich erstmal noch einen schönen Nachmittag. Bis bald. Ciao.